diese Schwabbelviecher da. Die sind schon echt stark hier. Aber wir haben noch keine wirklichen Metroids gesehen. Nur diese kleinen Fake-Metroids da in Meridia. Ne? So, diese Viecher machen wir jetzt mal ganz geschmeidig von der anderen Ebene. Na, was machst du denn? Soll ich schieben oder was? Muss mal ein Stück Brot hinterherwerfen, dass die hoch genug kommt. So, und jetzt ist Schluss. Doch, da geht's hoch. Na klar. Okay, jetzt stehen wir schon da oben. Wo kommen wir denn jetzt lang? Da oben ist noch ein Secret oben rechts, aber das habe ich nicht gefunden. Ich habe es auch nicht mehr gesucht, gebe ich zu. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es nicht... Oh, hier ist ja Käsesuppe. Den können wir mit dem... Ne, den können wir so... Doch, können wir mit dem Charge-Beam kaputt machen. Den können wir aber auch hier genau mit dem... Ja, hier ist überall Käsesuppe. Sollen wir denn hier... Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hier durch sollen. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ja, das Problem ist, dass wir müssen es tatsächlich... Das habe ich zu dem Zeitpunkt nur noch nicht gewusst. Deswegen gibt es jetzt nochmal eine wilde Suchaktion und wir gehen einfach den ganzen Weg, den wir gerade hergekommen sind, nochmal sinnvollerweise zurück. Und nein, wir gucken uns diesen Weg nochmal an. Ich glaube, den hatte ich euch sowieso in der Aufnahme vorenthalten. Hier bin ich während des Aufladens vom zweiten Ridley-Kampf, bin ich hier gewesen. Es ist fies hier mit den Steinen und diesen Dingern da, aber wir kommen da ganz gut durch soweit. Aua. So, gibt es hier oben irgendwas? Das sieht so verdächtig aus. Das Geräusch ist cool von der Scope. Scope Vision. So, hier auf und jetzt haben wir da ein Item. Seht ihr an der Karte, ist ein Punkt, denn da sind die Super Power Bomben. Aber ihr seht es, da können wir nur von oben drauf. Das heißt, wir könnten von oben kommen. Das sagt uns ja schon, dass hier ein Secret ist, das wir noch nicht gefunden haben. Aber das nutzt uns nichts, wenn ich es nicht gesucht habe. Ich habe es auch wirklich nicht mehr gesucht. Ich bin dann hier jetzt einfach schnurstracks dem Storyverlauf nachgezogen. Schalali und Schalala, wo bist du? Ich bin schon da. Wir müssen da lang. Okay. Hat er jetzt gerade entschieden, ob es richtig ist, aber wir werden es noch sehen. So, jetzt geht's da lang. Hubbidi-hub, hubbidi-hub. Und jetzt gehen wir, ja, durch die Käsesuppe oder was? Mal genau gucken, ob das auch alles stimmt hier. Müssen wir wirklich durch die Käsesuppe? Nein, ich kann es nicht glauben. Ich gehe wieder raus. Also ich kann nicht glauben, dass wir durch die Käsesuppe müssen. Und ich kann nicht glauben, dass ich wirklich nicht in die Käsesuppe reingegangen bin, um mal zu gucken, ob ich da rauskomme. Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Jetzt suchen wir noch ein bisschen rum. Es scheint ja nichts zu suchen. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch noch ein kleines Secret. Könnte ja alles sein. Wir haben ja sowieso auch ohne dieses wilde Rumgelümmel hier am quasi völlig falschen Ort, haben wir ja auch noch einen langen, langen Rückweg. Denn die Statue steht in Crateria. Und wir sind in Lower Norfair. Aber ein kleines Schlückchen Wasser. Ich weiß nicht, warum ich so einen Durst und so einen trockenen Rachen habe. Verstehe ich nicht. So. Hab eigentlich ziemlich viel getrunken heute. Auch viel Kaffee vor allen Dingen. Schwarzer, Junge, heißer, leckerer Kaffee. Schwarzer Junge, aber. So ein bisschen Milch? Ja, aber dann ist ja nicht mehr schwarz und heiß und lecker, Alter. Ja, aber was hat der schwarze Kaffee mit den weißen Figuren zu tun? Na komm, lassen wir das. Kennt ihr ja alle. So, hier unten rein, genau. Da wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Nach links geht der Weg. Ihr seht es, den wir zu Ridley gegangen. Da hinten ist ein Secret. Haben wir uns das abgeholt überhaupt? Ich glaube, das waren die Super-Power-Bomben, ne? Bevor wir da unten nach unten die Statue weggebombt haben. Das könnte sein. Huch, wir sind ja plötzlich ganz woanders. Ja, ich habe dann da an der Stelle mal einen Break gemacht, weil ich mir sicher war, dass ich da nicht langkomme. Und habe mir kurz einfach den Weg angeschaut, wo ich lang muss. Deswegen starten wir jetzt etwas weiter oben. Und jetzt habe ich, glaube ich, dann auch gerafft, dass ich durch die Käsesuppe muss. Meine linke Seite läuft hier wild suchend um mich rum und irritiert mich total. Ich weiß gar nicht, was sie will. Das macht mich etwas nervös. So, jetzt hier wegschießen das Vieh. Also wenn ihr hier Geraschel, Geknister und so weiter hört, ist meine linke Seite, kennt ihr ja mittlerweile. So, ab durch die Käsesuppe, los geht's. Denn wir haben noch einen sehr, 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 sehr weiten Weg zu laufen. Bis zu Mother Brain. Und ab in die Käsesuppe. Hui, nach unten.
Da nach unten, ja, ja, ja. Jetzt kommt eine ganz gar fiesliche Stelle. Wenn man mit zu wenig Energie hier reinkommt, könnte die eventuell zum Fängnis werden. Denn ihr seht, wie schnell unsere Energie hier abnimmt. Zack, hier muss man nämlich erstmal die Tür aufschießen und dann fällt man unweigerlich nach unten und muss sich mit dem Space Jump wieder nach oben Space Jumpen. Zack. Da sind wir aber raus aus der Käsesuppe, oder? Ja, sieht gut aus. Ja komm, schleuder ihn weg. Schleuder ihn weg. Die gelben Piraten, wie gesagt, mit Schleuderangriffen und diese bräunlich-güldenen kann man quasi... Oh, jetzt hat sie sich eine Schokoschnecke geholt. Das ist so unfair. Und ich muss hier labern für euch. Muss ich nachher auch eine Schokoschnecke essen. Diese güldenen, die gehen halt nur dann weg, wenn sie... Oder diese braunen gehen nur dann weg, wenn sie so golden werden wie diese hier. Ne? Das ist dann nochmal die Erweiterung mit einer zusätzlichen Rüstungsstufe quasi. Das sind dann aber auch die stärksten wirklich im Spiel. Und hier wissen wir ja schon, dass da die Käsesuppe auch schön nach oben steigt. Und deswegen ratschen wir hier mal relativ schnell. Oh, oh, in diese Richtung geht es aber schwieriger. So, und zack, ganz kurz in die Käsesuppe und raus hier aus der Laden. Raus aus der Laden. So, jetzt ist die Frage, wie ist denn genau unser Weg nach Crateria? Ich wusste ihn wirklich nicht mehr. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen experimentieren. Genau, super Powerbomben. Das hat er noch richtig im Kopf gehabt. Und, ja, was machen wir denn jetzt? Warum sind wir denn da jetzt so lange stehen? Oh, ah genau, weggesmashed. So, jetzt geht's nach oben. Also der beste Weg nach Crateria zu kommen, ist grundsätzlich eher so ein bisschen nach oben zu gehen. Da hat er sich jetzt auch gerade mal von überzeugt. Wir hätten auch links lang unten gehen und den Fahrstuhl nehmen können. Ich glaube, das wäre... Ich glaube, das machen wir jetzt hier sogar. Oder? Das müssen wir, glaube ich, sogar, weil wir da oben... Oder? Da wären wir auch nach Norfair gekommen, oder? Bin mir echt nicht sicher, aber das ist ja so ein gebietsinterner Fahrstuhl, der uns von Lower Norfair nach Norfair bringt. Zack, hoch, los. Jetzt ist Samus wieder auf wundersame Weise verschwunden. Gorakudini. Ne, der hat sich nicht, der hat sich immer nur befreit, ne? Wer war denn das mit dem Verschwinden? Copperfield. David Copperfield. So, hier ist eine Speicherstation, die nutzen wir eben nochmal, denn jetzt machen wir uns wirklich konkret und gezielt auf den Weg nach, Crateria. Crateria. Da wollen wir hin. Denn dort, da geht's da hoch. Guck mal. Zack, muss da hochgehen. Nee, geht's nicht hoch. Na gut, dann gehen wir da eben nicht hoch. Dann gehen wir den Weg außen. Und werden wir auch müssen. Ah ja, hier sind wir zu Ridley reingekommen. Und hier ist es ja nur Lava. Lava macht uns ja nichts mehr mit dem tollen Gravity Suit. Nee, der Warrior Suit. Nee, der Warrior Suit lässt uns Hitze ertragen. Der Gravity Suit lässt uns Lava ertragen. So ist es. So ist es und so soll es sein. Also es ist übrigens nicht so, dass ich Wert darauf lege, blaue Flecken auf der Karte aufzudecken. Gott sei Dank war hier keiner. Ich wollte nur mal kurz gucken, was hier ist. Also so blaue Flecken auf der Karte interessieren mich überhaupt nicht. Das kann ich euch sagen. Hüpf. Schöner Springball. Der Springball ist toll. Ich mag den Springball. So, und jetzt, wo gehen wir hin? Die Schussgeräusche sind sehr, sehr geil. Okay, wo geht's weiter? Huch, nicht da, da, genau. Schießt das Vieh weg. So, jetzt links oder rechts, was meint ihr? Wir gehen rechts. Ne, rechts macht keinen Sinn, gehen wir links. Da seht ihr, nach Brinstar müssen wir erstmal hoch. Das wäre mal der erste Step. Brinstar, von Brinstar geht's dann nach Crateria. Da müssen wir da mal weiter gucken. So. Diese Blubbles können uns nichts anhaben, diese Feuerblubbles, solange wir im Jump unterwegs sind. Wie heißt der denn nochmal? Es gibt den Space Jump, der lässt uns doppelt springen und dann gibt es doch diese Klingen noch. Wie war denn der? Wie hieß denn dieser Jump? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist halt schon so lange her, dass ich das gespielt habe. So lange ist das her. Oh, kriege ich richtig trockenen Hals, so lange ist das her. Warum habe ich denn so einen verdammt trockenen Hals heute? Verdammt nochmal, das nervt mich voll. Aber hier ist eine super Aufladestation, denn da kommt nicht nur einer raus, da kommen gleich fünf raus. Ihr seht, wie schnell quasi unsere Energie und unsere Raketen nach oben gehen hier. Oh, jetzt haben wir schon, seht ihr, auf einen Schlag 40 Super-Missiles. Jetzt lädt er wohl erstmal die Raketen auf, ja. Aber ihr, so, blubbel. Wenn man Glück hat, kommen hier halt 100 Leben auf einmal raus, ne? Ich glaube, die großen Bubbles sind 100. Aber wir brauchen ja auch volle Raketenanzahl, denn, ja, wir haben ja noch einiges vor uns. Ein bisschen wird's noch dauern, Leute. So einfach geht das ja nun alles nicht. So. Jetzt könnten wir aber so langsam mal soweit sein. Finde ich. Finde ich.
Ich weiß nicht, wie er das sehen. Das war das Walrus aus Urmeli. Ich kann es nicht ändern. Es dauert so lang, wie es dauert. So, jetzt wuselt sie schon wieder hier rum und legt mir Zigaretten hier hin. Das ist gut, ich rauche doch drinnen gar nicht. Was bringst du mir jetzt Zigaretten? Wir rauchen immer draußen. Wir sind nämlich, wir möchten nicht in der Wohnung rauchen. Das ist nicht schön. Also hier im Haus und so. Aber es gibt ja auch genug draußen auf der Welt, ne? Stellt euch vor, auf der ganzen Welt gäbe es nur drinnen. Dann wüsste ich überhaupt nicht mehr, wo ich rauchen soll. Das ist doch blöd. Aber es gibt ja draußen. So, jetzt wo gehen wir? Jetzt gehen wir links lang, glaube ich, ne? Ja, da müssen wir links. Wir müssen da zu dem Aufzug hinüber. Jetzt voll hinüber. Da ist noch so ein blauer Böppel gewesen, wo wir noch gar nicht waren. Ich weiß, was. Warum habe ich mir den nicht angeguckt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche mehr Wasser. Mehr Wasser. Ich brauche mehr Wasser. Das schmeckt so gut. Alter, Süßwassertrinker. So, Beckenrandschwimmer. Los geht's. Was ist hier los? Da geht's nach oben. Ah, hier, guck mal, die Anfangsgegner. Jetzt sind wir in Brinstar und wollen Aufzug hoch nach Kroteria. Und dafür müssen wir hier nur ganz nach oben. Hier waren wir vor Äonen. Nach oben. So. Gehen wir nach oben. Oben ist genau da, wo man hinkommt, wenn man nicht fällt. Oder so. Da ist der Aufzug. Gott sei Dank. Ich bin so froh. Und Samus ist wieder weg. Samus ist weg. Wora Copperfield. Abracadabra sitzt und sie war nicht mehr da. Wie eine Fata Morgana. Jetzt fange ich ja noch an zu singen vor lauter Verzweiflung. Dabei ist mein Hals so trocken.